Herzlich willkommen bei Canisius TV. Heute ist der 23. April. Der April, der weiß nicht, was er will. Das hat auch Konsequenzen, denn das Wetter draußen scheint die Sonne und dann schneit es wieder und dann ist wieder Wolken verhangen. Und das hat auch Auswirkungen auf unsere Bildqualität. Lange haben wir ja das Problem mit dem Ton gehabt. Aber jetzt ist es das Bild, das uns etwas Sorgen macht. Das liegt jetzt einfach am Wetter. Ich hätte auch nie gedacht, dass das so komisch und so wichtig und so einschneidend ist, wie da jetzt die Sonne ist und ob sie da ist oder nicht und so weiter. Wir kümmern uns jetzt aber um den heiligen Georg. Der heutige Heilige, der hat ja nun wahrhaft Karriere gemacht. Ja, Dutzende von Städten sind nach ihm benannt. Ja, es gibt sogar ein ganzes Land, das nach dem heiligen Georg benannt ist. Und es handelt sich um die vielen Sankt Georgen, das Land Georgien und damit natürlich den heiligen Georg. Drei Punkte. Erstens, Georg, der Universalheilige. Georg. Es in allen Sprachen. Im US-Bundesstaat Georgia wohnen 10 Millionen Menschen. In der Heraldik, das ist die Wappenkunde, da gibt es das Georgskreuz, das ja auch Bestandteil des britischen Union Jacks ist. 18 Länder haben ihn sich zum besonderen Schutzpatron erwählt. Er ist der Patron der Ritter, Sattler, Soldaten, Wanderer und so weiter und selbstverständlich der nach ihm benannten Pfadfinder. Er ist Namensgeber unzähliger Kirchen und Kapellen, sogar der Islam kennt und schätzt ihn als Propheten. Wow, was für eine Karriere! Wenn Manager diesen Mann vermarktet hätte, ja, der Mann wäre ja in Gold nicht aufzuwiegen. Allerdings verlief die Karriere des heiligen Georg, jedenfalls in unserem katholischen Raum, nicht ohne Rückschläge. Georg war nämlich auch bei den Katholiken und Katholikinnen lange Zeit sehr geschätzt und berühmt, aber er flog 1969 aus dem Heiligenkalender raus. Keine offizielle Verehrung mehr. Grund war vermutlich die etwas märchenhafte Vita und die allzu ausgemalten Einzelheiten seines Lebens. Aber der Protest der Georgsfreunde, der ließ nicht lange auf sich warten. Und seit 1975 ist der heilige Georg wieder im katholischen Messbuch und darf also auch offiziell wieder von Katholikinnen und Katholiken angerufen werden. Unser zweiter Punkt, Georg, die Legende lebt. Heute ist Georg am meisten für eine Tat bekannt, die ihm freilich erst Jahrhunderte später angedichtet wurde, der Drachenkampf. Ja. Je nach Überlieferung, eine Stadt in Nordafrika wurde von einem Drachen erpresst. Regelmäßig brauchte dieser Drache etwas zu fressen und schließlich waren alle Rinder und Schafe, die man ihm geopfert hat, die waren also alle schon aufgefressen von diesem nimmersatt Drachen und jetzt musste man mangels Tiere Menschen opfern. Man warf das Los und eines Tages traf dieses Los eben auch die Königstochter und es gab einen herzzerreißenden Abschied von den Eltern, die das Kind an den See brachten, in dem der Drache hauste. Und da erschien Georg, nachdem er zuvor einmal mehr alle Martern überstanden hatte, ja sogar gevierteilt worden war, als der Drache da war und er ihm gegenüberstand, da war er einmal mehr schöner denn je, der heilige Michael mit seinen Engeln, der soll ihn wieder zu Leben und zu Schönheit verholfen haben. Und als der Drache auftauchte, da schwang Georg die Lanze, die mit dem Zeichen des Kreuzes verziert war. Und er durchbohrte das Untier und spießte es zu Boden. Ja, mit dem Speer den Drachen vom Pferd herab
Aufspießen wird auch häufig dargestellt. Gibt's diesen Drachen? Ja, gibt es überhaupt Drachen? Ja, wenigstens Loch Ness, in Loch Ness, Nessie. Aber auch wenn es keine solche Drachen geben sollte, so haben wir doch Dinge wie Corona. Auch Covid-19 fordert seine regelmäßigen Opfer. Ja, es lauert überall und macht ein normales Leben zum unerfüllbaren Wunschtraum. Was gäben wir für einen Georg, der diesen Drachen mit einem Stich oder einem Impfstich besiegen würde? Ein für alle Mal. Was waren doch die Pocken für ein schrecklicher Drachen? Wikipedia meldet, am 8. Mai 1980, ist also gar nicht so lange her, wurde von der WHO festgestellt, dass die Pocken ausgerottet sind. Für das weltweite Eliminationsprogramm wurden 2,4 Milliarden Impfdosen verabreicht und $300 Millionen ausgegeben. Es waren mehr als 200.000 Helfer notwendig. Nach den Pocken, jetzt also Corona. Die Drachen leben und feiern fröhliche Urstände. Heiliger Georg, bitte für uns. Und noch ein drittes und letztes. Wer war Georg wirklich? Kurz und knapp, wir wissen es nicht. Die älteste Quelle könnte Eusebs Kirchengeschichte sein, so um 300 etwa. Aber da wird der Name Georg nicht explizit genannt. Georg scheint zu den Opfern der diokletianischen Christenverfolgung zu Beginn des 4. Jahrhunderts zu gehören, der größten und grausamsten überhaupt. Hunderte von Heiligen und Tausende von Christen fielen dieser Pandemie an Verfolgung zum Opfer, darunter wohl auch Georg. Was in den vielen Legenden um Georg auffällt, ist, wie grausam die Versuche waren, diesen Mann umzubringen. Ja, der Mann schien ja förmlich nicht tot zu kriegen zu sein. So viel an Bestialität, die er zu erdulden hatte, kann ein Verbrecherhirn allein gar nicht ersinnen und ein Mensch eigentlich gar nicht aushalten. Georg hat nur seinen Glauben, um dagegen zu halten. Und je grausamer die Gegner, desto stärker sein Glauben. Und gerade im Leid und im Schmerz entfaltet sein Glaube seine ganze Kraft. Und so kann der historisch nicht greifbare Georg für alle Namenlosen stehen, die unsägliches Leid zu erdulden haben. Georg ermutigt, halte durch, ja, halte am Glauben fest, um Himmels Willen, es lohnt sich. Ich bete, allmächtiger Gott, die Legenden um den heiligen Georg haben unzähligen Menschen Jahrhunderte lang Kraft gegeben. Wir bitten dich für alle Menschen dieser Erde, die der Drache Corona quält und verfolgt, lass uns diese Krankheit besiegen. Wir beten für alle, die unsägliche Schmerzen leiden und von unsagbarer Pein gequält werden. Wir beten in einer kurzen Stille in unseren persönlichen Sorgen und Nöten. Für die Opfer der Pandemie und aller anderer Drachen. Schenke ihnen das ewige Leben in deiner Herrlichkeit. Starker Gott, der Blick auf den heiligen Georg kann uns anspornen, durchzuhalten und auszuhalten. Lass uns am Leid nicht zerbrechen, sondern stärke unseren Glauben, damit wir standhalten können. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ja, ich wünsche Ihnen viel Kraft, viel Standvermögen und lassen Sie sich beim heiligen Georg jetzt nicht von irgendwelchen mittelalterlichen Drachenbildern jetzt verführen. Es geht, die Wahrheit ist tiefer, es geht eben um Dinge, denen wir uns schutzlos ausgeliefert
Wissen. Ja, und es wird auch in Corona ein Drachentöter kommen. Mit einem Stich, einem Impfstich, wird die Heilung eintreten. Ja. Und möge das bei Ihnen und bei uns allen möglichst bald und möglichst nachhaltig geschehen. Der Herr segne dich und die Deinen. Der Herr lass sein Angesicht über dir leuchten und schenke dir und euch Frieden. So segne euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Alles Gute, bleiben Sie gesund, werden Sie gesund. Tschüss, bis morgen im Video der Woche.